Ich begrüße Sie im Namen aller Mitentwickler des Online-Kurses Deutsch für Araber zu einer kurzen Präsentation, in der ich die wichtigsten Eckdaten dieses neuen Ansatzes für die sprachliche Integration von Flüchtlingen erläutern möchte. Die bisherige Ausgangslage für den Deutschunterricht von Immigranten ging von Einwanderern aus völlig verschiedenen Nationen aus und basierte primär auf Lehrmethoden, bei denen Stift und Papier im Vordergrund stehen. Das hat sich dramatisch gewandelt. Heute kommen klar definierbare Gruppen aus den arabischen Ländern, aus Afghanistan und dem Iran, sowie aus Eritrea, um die größten Einwanderergruppen zu nennen, nach Deutschland. Und sie sind nicht mit Landkarten aus Papier hierher gekommen, sondern sie haben mit ihren Smartphones und Google Maps sowie ihren Kontakten über Facebook und WhatsApp den beschwerlichen Weg hinter sich gebracht. Können wir Ihnen ein klassisches Sprachtraining anbieten, bei denen Sprecher völlig verschiedener Sprachen in einem Raum, an einem Ort, zu einer Zeit mit Stift und Papier sitzen? Zum Beispiel Sprecher des Arabischen, einer Sprache mit sehr wenigen Vokalen und einer Verbfrontstellung, zusammen mit Eritreern, deren tigrinische Sprache schon mehr Vokale, aber auch eine Verbendstellung hat, und dann auch noch Afghanen, die Dari sprechen, eine Sprache mit Diphthongen und einer komplexen Grammatik? Nur top ausgebildete Lehrkräfte mit hervorragendem Hintergrund in angewandter Linguistik können so etwas leisten. Eine viel zielführende Alternative ist das kontrastive Sprachtraining, bei dem auf der Basis einer Muttersprache die speziellen Anforderungen für das Deutschlernen ermittelt und angewendet werden. Und genau hier holt der MOOC Deutsch für Arabisch die Flüchtlinge ab. Wir trainieren die deutsche Aussprache mit Arabern vor dem Hintergrund ihrer Muttersprache, auf Arabisch mit deutschen Untertiteln und mit moderner Technologie. Statt auf Stift und Papier setzen wir auf Smartphones und bieten den Arabern gezieltes Aussprachetraining für das Deutsche in ihrer eigenen Muttersprache. Dazu haben sich zwei der erfahrensten deutschen Entwicklerteams zusammengeschlossen und ihr großes Know-how gebündelt. Die OnCampus GmbH der Fachhochschule Lübeck und der Virtual Linguistics Campus der Philipps-Universität Marburg. Sie haben Ihre Erfahrung in der Entwicklung von Online-Kursen, Ihr Know-how bei der Webentwicklung und Ihre Expertise in der kontrastiven Sprachdidaktik unter Einbeziehung arabischer Experten zusammengebracht und diesen neuartigen Ansatz entwickelt. Zusätzlich hat das Lübecker Entwicklerteam die gesamte Plattform optional auf Arabisch umgestellt, sodass auch unerfahrene Deutschlerner mühelos in ihrer eigenen Sprache und Schrift an die Kursinhalte gelangen können. Der Kurs selbst besteht, wie in der Fremdsprachendidaktik üblich, aus inhaltsvermittelnden Anteilen, das sind hier primär Microteaching-Lehrvideos, umrahmt von erläuternden Texten, sowie aus einer großen Menge von Video- und Audiogestütztem Vertiefungsmaterial. Zusätzlich gibt es ein Anreizsystem, bei dem Kursteilnehmer über sogenannte Badges ihre Motivation erhöhen können. Alle Kursmaterialien sind als Open Educational Resources deklariert und fallen unter die Creative Commons Lizenz. Die Videos sind in einem eigenen YouTube-Kanal auch außerhalb des Kurses erreichbar, die Texte sind frei zugänglich. Mit einer offenen Facebook-Gruppe, die von zwei mehrsprachigen arabischen Muttersprachlern zusammen mit zwei deutschen Sprachdidaktikern betreut wird, steht den Teilnehmern neben den plattforminternen Messaging-Systemen zusätzlich ein viel genutztes Forum zur Verfügung. Mit über 2000 Teilnehmern im Kurs, mit mehr als 600 Mitgliedern in der Facebook-Gruppe und der hohen Wertschätzung durch die immense Zahl von fast überschwänglichen Kommentaren lässt sich schon jetzt konstatieren, dass Deutsch für Araber, Doi for Arab, nicht nur seine Zielgruppe erreicht hat, sondern auch eine effektive, zeitgemäße Methode für das Deutschtraining für Immigranten ist.